Moin, moin, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Let's Play Cities XXL geht mal wieder in die nächste Runde. Ich versuche gerade mal jetzt hier eine kleine Terrasse sozusagen, so eine Stufe einzubauen, dass wir hier irgendwie mit der Brücke hochkommen, um hier dann doch noch einen zweiten Weg schaffen zu können. Ich hoffe mal, das reicht so schon. Ich möchte das hier noch mal kurz wegbulldozern. Brauchen wir hier eh nicht. Den brauchen wir, weil da ist jemand angeschlossen. So, dann gucken wir mal, wie das von der Höhe passt. Und zwar Terraforming. Wir haben noch ein bisschen Kohle. Machen wir noch mal ein bisschen Terraform. Jetzt habe ich die Straße doch getroffen. Hat sich recht schnell wieder abgebaut, ne? So mit so einer kleinen Stufe hier. Kriegen wir einmal natürlich ein bisschen schöneres Bauland. Okay, hier wird es teuer. So, dann haben wir hier zwei Stufen, hier zwei Stufen, hier natürlich eine Menge mehr Stufen. Guck mal, wie weit wir hier kommen. Ja, ich glaube, weiter dürfen wir nicht. Wir können es jetzt im Kleinen hier auch so ein bisschen aus. Merzen, dann passt das aber schon. So, gucken wir mal, ob wir eine Brücke gebaut bekommen. Ich weiß nicht, ob er sich echt so anstellt, aber die stellen sich ja nicht so an. Also die stellen sich vielleicht nur so an, weil hier so viel Verkehr durchrast. Kann das sein? Gucken wir gleich mal. 192.000 Einwohner haben wir. Jetzt gucken wir mal, ob wir so eine Brücke gebaut kriegen. Kohle haben wir ja noch ein bisschen. Maximal für 80, 80, so 80, 160. Eigentlich so eine. Und eigentlich soll die hier ansetzen und da irgendwie hoch. Das wird zu steil. Ja, so wird's gehen. Machen wir das. Das ist jetzt ein Tunnel. Ich sehe das gar nicht, was der hier jetzt bauen will. Auch schon gerne gleich hier irgendwie hoch. Ich weiß nicht genau, was das hier wird. Tut mir leid. Jetzt speichert er gerade. So muss das doch. So. Jo, hier haben wir einen Tunnel. Ärgerlich. Ich eigentlich hier anschließen wollte. Aber wir gucken mal, ob wir das jetzt hier verbunden bekommen mit Straßen.
die Straße wird vermutlich irgendwann an ihre Grenze stoßen. Geht aber gar nicht, hier anzuschließen. Hier auch nicht, warum nicht? Stellst du dich gerade ein bisschen an? Vielleicht geht's ja so. Geht. So. Neue Verbindung. Können wir Maut für die Brücke verlangen? Das war ein teures Bauprojekt. So, und den versuchen wir jetzt hier rüber zu kriegen, irgendwie dort anzuschließen. Dann haben wir eine ganz gute neue Transporttrasse hier gebaut, die hoffentlich so ein bisschen für Entlastung hier in der Mitte sorgen kann. Ja, passt, geht ab hier. So, verbunden. Also ihr könnt ein bisschen jetzt neue Ausweichstrecken gebastelt. Gut wird oder nicht, ich weiß es nicht. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen Bauplatz. Hightech-Industrie ist ziemlich sauber, also wir könnten hier zum Beispiel auch noch Hightech-Industrie ansiedeln, werden aber erstmal kurz mal eigentlich mal uns einen Überblick verschaffen. Arbeitslos sind ein paar Spitzenkräfte, qualifizierte fast keine, Führungskräfte auch nicht. Aber hier genau, hier muss ich dann ja mal ein bisschen das Spiel laufen lassen. Wir können hier noch ein Feld Spitzenkräfte basteln. Die sind auch alle zufrieden, die Spitzenleute. Komme ich denn jetzt auf Spitzen? Ja, 2 und 3 bei Ungelernten. So. Gucken wir mal kurz wieder bei Ungelernten. Müssen eigentlich hier dann wieder welche kommen. Die setzen wir selber. Passt perfekt. So, und Qualifizierte haben wir ja hier. Hohe Dichte und den Rest mit mittlerer Dichte. Dann ein bisschen Dekoration, Grünanlagen. So, fühlen die sich auch gleich halbwegs zufrieden. Straßenmäßig sind wir einigermaßen ausgestattet hier. Hoffe ich zumindest. Arbeitsplatzsituation nicht zufriedenstellend. Naja, stellen Sie mal ein bisschen an. Business Hotels machen gut Einnahmen. 33.000 plus, auch wir machen insgesamt gut Einnahmen. Straßen sind total verstopft. Okay, wir werden noch einmal kurz mal checken. Die Reisezufriedenheit ist insgesamt echt Mist, ne? Ein bisschen unzufrieden hier in der Mitte. Aber warum? Wegen der Strecke vermutlich. Hier ist es auch rot. Hier auf unserer neuen Strecke ist noch so gut wie nichts los. Nur ein ganz bisschen vereinzelt. Aber immerhin, jedes Auto, was da längs fährt, ist eine Entlastung für hier. Das müsste ja sonst hier wahrscheinlich längs. Da die sowieso alle pleite gehen und gerade keine Einnahmen erzielen,
Ist für mich eigentlich gerade klar, dass wir hier mal weiter bauen. So machen wir das. Jetzt müssen wir hier links, macht keinen Sinn. Transportwesen. Die hier. Okay, muss der auch noch dran glauben. So, der muss ja auch noch dran glauben. Ja, genau. Gedankenpause einmal schnell mal eingelegt. Geguckt, was die da oben machen. Passt nicht, weil der ist hier noch am Weg. Oh Mann, da. Jetzt reißen wir doch schon wieder mehr Gebäude ab als eigentlich gewollt. Wollen ja eher aufbauen und nicht mehr abbauen. Oh, wir haben 199.000. Gleich haben wir die 200.000 Einwohnerzahl geknackt hier bei uns. Unserem Let's Play. Hier muss ja Straße hin. Hier muss Straße hin. Ach nee, das macht ja gar keinen Sinn, weil hier kommt eigentlich die breite Straße zwischen. Das war ein Fehler von mir. Ich weiß. War blöd. Wer hat es vorher gesehen? Gerne in die Kommentare hinterlassen. So muss das nämlich. Jetzt werden wir noch ein bisschen Hightech-Industrie. Mittlere Dichte. Das ist alles zu steil hier. So, dann müssen wir den Rest hier mit Bäumen dicht machen. Bringt den hoffentlich ein bisschen was in Frischluft. Dann können hier auch wieder erfolgreiche Unternehmen ansiedeln. Das sieht hier natürlich ziemlich abgehackt aus. Naja, werden wir irgendwann mal ändern. Wir wollen jetzt mal schnell mal nochmal checken. Was fehlt uns denn besonders? Produktionsgewerbe fehlt uns jetzt sehr besonders. Und auch Schwerindustrie sind wir mittlerweile ein bisschen im Hintertreffen. Also, wir werden etwas Schwerindustrie in einer hohen Dichte. Ach, setzen wir in Einzelstücken. So. Dann werden wir ein bisschen Produktion. Sondern natürlich auch im Hohen. Machen wir mal so. Und dann kommt hier unten auch noch ein bisschen Produktion hin. Und ein bisschen schwer. Der letzte passt nicht, wa? Da stellt er sich quer. Da schaffen wir aber wieder ordentlich Arbeitsplätze. Jetzt schaffen wir noch einmal Wohnraum. Beispiel Arbeitsplatz und Freizeit ist nicht zutreffend. Freizeit können wir nachher ja schön noch am Strand machen. Da mache ich mir jetzt eher keine Sorgen. Na,
ist nicht so gerade geworden. Zum wieder typisch. So, noch ein bisschen gerade Straße. Kleine gerade Straße. Müssen wir abknicken. Knicken wir ab, ne? Kriegen wir sonst auch gar nicht mehr hin. Ach, ist ja blöd. Das gefällt. Gefällt mir nicht. So, jetzt haben wir auf jeden Fall die 200.000 geknackt. Mit so einem blöden Stück hier. Aber wieder wegreißen ist auch blöd. Ach, wir lassen das einfach. Und machen noch ein bisschen Grünzeug rundherum. Dann freuen die sich auch. Nur freie Stellen. Führungskräfte brauchen wir noch mal. Ich glaube, Führungskräfte hatten wir als letztes jetzt hier angesiedelt. Noch mal ein paar Führungskräfte. Und mit den Einnahmen können wir zufrieden sein. Wir arbeiten jetzt noch ein bisschen daran, dass wir unsere Token hier mal Abfallentwertung brauchen wir mal dringend wieder. Die Wasserversorgung könnten wir auch noch mal ein bisschen weiter ausbauen. Auch hier bauen wir vielleicht mal neue Abfallentwertung irgendwo hier am Ende hin. Hier ist ja sonst noch nicht viel los. Abfall, nicht Kraftstoff. Kleine Menge, kleine Menge. Ja, ist eigentlich egal, wenn beide nur kleine Mengen verwerten können. Es kostet einer nochmal 10. 1000 Betriebskosten. Abfall ist noch minus 2. Wasser ist auch minus 2, weil die brauchen auch immer Wasser, ne? Ah, Mist. Doch. Also, ja, machen wir noch einen. Ist egal, welcher. Jetzt gucken wir noch mal, wo wir Wasser loswerden. Also wir stellen mitten in die Stadt ein. Hier stellen wir auch eine hin. Ein Reserve oder so haben wir noch, dann sind wir aber auch schon zu Ende mit unserem Wasservorrat hier. So, Wasser ist ausgeglichen fast. Minus 1 noch. Abfall ist auch nur noch minus 1. Einzelhandel haben wir sehr gut. Strom ist auch nicht so schön. Produktionsgewerbe fehlt ein bisschen. Schwerindustrie passt fast. Eigentlich möchte ich dann doch mal so einen Bauplan irgendwie machen. Vielleicht den, eine Sehenswürdigkeit.
kann man denn Sehenswürdigkeiten hinbauen? Vielleicht hier irgendwo Richtung Urlauber. Was brauchen wir denn hier in der ersten Phase? Phase 1 von 2, Baupläne verwalten. Also, das weiß ich noch gar nicht, wie es geht. Führungskräfte, Büros, Drucken suchen. Müssten wir einkaufen oder was? Was brauchen wir denn hier? Ich verstehe es gerade nicht. Phase 2. Also ich glaube, wir brauchen Führungskräfte und wir brauchen Büro. Zählt das nur in diesem Umfeld? Weiß es gerade gar nicht. Das wäre blöd. Dann hätte das nämlich auf die alle überhaupt keinen Einfluss. Und da, wo es ja eigentlich gebraucht wird. Und die sind tatsächlich echt schon wieder unzufrieden. Warum? Liegt es an der Hauptstraße? Ist das jetzt zu laut? Wobei, denen geht's. Über den geht das sowieso, also. Jetzt brauchen wir hier drüben nochmal Hightech hin, wenn ihr weiter rum nervt. Ich glaube, wir werden mal lieber sehen, dass wir hier nochmal Büros hinbauen. Können wir ja leider nur mittlere Dichte. So machen wir das erstmal. Radikal. Ordentlicher neuer Bürotrakt. Das wird auch heißen, wir brauchen bald wieder mehr Bevölkerung. Mehr Bevölkerung heißt dann erstmal Führungskräfte. Und zwar Führungskräfte. Mittlere Dichte. So eine. Ich glaube, da brauchen wir ganzen Schwung. Wenn die Büros sich hier ansiedeln. Und das Schöne ist ja auch noch, dass wir auch noch ein paar Business Hotels dann dazu brauchen können. So, gleich zwei Stück. Und dann müssen wir mal sehen. Der Einzelhandel ist immer noch viel zu viel irgendwie. Weiß gar nicht warum. Macht 40 Passagiere, 40 Gesamtkapazität, verwendete Kapazität. Also wir könnten jetzt theoretisch Bürozeugs einkaufen. Aufteilen, verbinden, abbrechen. Noch macht er aber nichts. Sondern wir mit den Token zuweisen. Token suchen. Jetzt machen wir minus 8 selber. Minus 8 Büro.
Da wäre büromäßig völlig unterbesetzt, oder wie? Naja, ich glaube, dann werden wir in der nächsten Folge noch mal mehr Büros bauen. Ich kann mir vorstellen, dass wir dann das hier vor mit Büros dicht bauen. Hier ist eh bald kein Platz mehr. Oder man macht hier noch mal ein neues Bürofeld auf, um auch Verkehr ein bisschen mehr nach oben zu ziehen. Naja, wir sind eh immer hart am Verkehrschaos. Einige Strecken sind auch im Verkehrschaos. Steht ja jetzt auch hier. Naja gut, ich glaube, für diese Folge war es das. Ich freue mich wieder, dass ihr dabei wart. Unsere City wächst auf jeden Fall. Wir haben jetzt fast 210.000 Einwohner. Sind wieder knapp am Verkehrsproblem. Bei der nächsten Folge mal weiter Bürofläche bauen, damit wir mal gucken, ob wir unser erstes Bauwunderwerk hier mal hinbekommen. Und somit die Zufriedenheit bei uns in der Stadt steigern können. Also denn, ich danke euch, bis morgen.